So, und da sind wir auch schon wieder zurück am Start zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit dem VfL Wolfsburg. Und ja, wir spielen als nächstes gegen VfB Stuttgart. Und ich möchte davor noch ein wenig was umstellen hier in der Aufstellung. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich jetzt in der Spitze so machen werde, dass ich Draxler, das wollte ich nicht so, ich wollte ihn so haben, Draxler noch ein Tickchen weiter nach rechts ziehe. Und ziemlich stark, so fast Mittelstürmer, sage ich mal, zentral offensiv. Und Rafinha, kann ich dich bitte einmal haben. So, Rafinha dann schräg daneben stelle, dass ich ihn so stelle. So, dann wird er hier zentral das Mittelfeld sein. Und Jullavogi, der wird dann wieder so ein bisschen mittiger sein, so dass er das hinten ein wenig mehr absichert. Und ich drücke immer zuerst auf den falschen Knopf. So werde ich das irgendwie machen. So werde ich das auf jeden Fall nicht schlecht finden. Ich glaube, dass wir so das vielleicht einigermaßen hinkriegen können, dass Rafinha so ein bisschen die Kontaktstelle zwischen Jullavogi und Draxler ist und so ein bisschen nach vorne mit einleitet. Ich werde die Aufstellung erstmal größtenteils so lassen. Allerdings ist der eben benannte Rafinha, den werde ich mal rausnehmen. Dafür Caligiuri einwechseln. Draxler hat mir gut gefallen, der wird erstmal drin bleiben. Caligiuri kommt jetzt mit rein. Schürrle lasse ich auch drin, weil er mir gut gefallen hat. Und so müssen die anderen jetzt erstmal auf der Bank verweilen. Wir haben gewonnen. Und ja, deswegen lassen wir es so. Gimenez mit einer ein bisschen nach unten gehenden Form. Da müssen wir ein bisschen was ändern. Und ich will nochmal auf was hinweisen. Und zwar habt ihr es jetzt entweder schon gesehen oder es kommt noch. Und zwar habe ich das erste Potenzialvideo rausgehauen von den Torhütern. Richtig, richtig krasse Talente. Ich werde das jetzt vielleicht, wenn ich dran denke, was ich wahrscheinlich eh nicht werde, irgendwo verlinken. Und zwar habe ich die besten Torwarttalente rausgesucht. Und da habe ich, ich denke mal, zwei 95-Plus-Talente und, oder 95-Gleich-Plus-Talente und drei über 90er-Talente im Torwartbereich für euch rausgesucht. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig exzellent. Ich finde das immer so ein bisschen doof, wenn die ganzen YouTuber das machen mit dem Potenzial und dann einfach bei EA ablesen, was sowieso meistens nicht stimmt. Deswegen spiele ich immer die Karriere mit den ganzen Torhütern durch, werde die ganze Zeit in der Spielerentwicklung trainieren und dann schaue ich, wie gut die werden können. Und das werde ich euch das Ganze werde ich euch vorstellen. Entweder habe ich das schon gemacht oder es kommt noch. Ich weiß es nicht, weil ich bin jetzt so knapp vor Ende der Saison. Ich denke mal so, entweder werde ich noch eine Saison mit dem Spiel mit den Torhütern oder ich werde noch eine halbe Saison spielen. Kommt drauf an und deswegen wird das Video jetzt bald kommen. So, wir spielen jetzt heute in der Bundesliga gegen Stuttgart. Da schauen wir erstmal auf die Tabelle. Am VfB Stuttgart Platz 15, sieht derzeit nicht so gut aus, im echten Leben sieht das ja auch nicht ganz so gut aus, 4 Siege, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen, 18 zu 26 Tore, ja, da gibt es nur noch eine, na ne, es gibt noch mehr, ich dachte gerade eben, wir wären das mit den 13 Toren, allerdings haben wir schon 14 Tore, damit ein Tor mehr als Hertha BSC Berlin. Aber ein Punkt weniger. Wir müssen hier auf jeden Fall gewinnen. Ich gehe davon aus, dass wir das ganze Spiel gewinnen werden. Hamburger SV auch da oben mit dabei. Platz 8. Was ist denn da los? Und derzeitige Absteiger sind Darmstadt und Augsburg. Relegation spielt Mainz. Da kann man ja schon das ein oder andere Mal jetzt drauf gucken. Da wir jetzt so auf die Winterpause drauf zugehen. Wir haben derzeit 4 Punkte Abstand vom Relegationsplatz. Wenn wir das Ganze gewinnen, 7 Punkte. Und das ist erstmal eine ganz sichere Ausbeute, sage ich mal, in der Winterpause. Wenn man mal darauf zurückblickt, wie wir am Anfang der Saison standen, ist das auf jeden Fall ganz gut. Wir spielen schon wieder leider auswärts in Stuttgart. Und ja, Weltklasse bewölkt ist okay. Ich muss immer darauf achten auf das Wetter, weil das könnte manchmal richtig, richtig grausam werden. Und ich hoffe, dass wir da jetzt vielleicht mal einen Sieg hinkriegen mit vielleicht mal 2 Toren Unterschied oder Hauptsache ein Sieg. Ist mir egal, ob mit 2 Toren Unterschied. Ich will jetzt erstmal hier einen anständigen Sieg haben und dann bin ich erstmal einigermaßen zufrieden. So, Rodriguez hier mit dem Freistoß leider knapp vorbei ans Außennetz. Ich mag diese niedrigen Freistöße richtig gerne, deswegen mache ich die in letzter Zeit ein bisschen häufiger. Der kommt jetzt mal ein bisschen höher und der geht auch rein. Perfekt. Rodriguez ist auch ein toller Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Der gefällt mir gut, den will ich noch lange behalten. Und jetzt geht das ganze Spiel hier los. VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Kein Abstiegskrimi mehr. Am Anfang stand der HSV, der VfL Wolfsburg ja auch ziemlich niedrig drin. Mittlerweile ist es allerdings nur noch der VfB Stuttgart. So, Stuttgart allerdings hier mit dem ersten Angriff direkt über die Seite. Dürften wir allerdings gewinnen. Gut gemacht von Rodriguez. Grottenschlechte Annahme von Schürrle, was auch immer da mit dem abging. Das weiß ich überhaupt nicht. Und das war exzellent gemacht von Gimenez. Als Retter da hinten in der Defensive. So, jetzt mal raus da auf Schürrle. Schürrle geht dann wieder in die Mitte. Der sieht da eine Lücke und könnte jetzt Jullavogi schicken. Allerdings ist der ein wenig zu langsam und der Pass verhungert auch so ein wenig. So, den Ball kriegen wir allerdings wieder. So, erstmal ein wenig um die Sicherheit kümmern, ne? Sicherheit geht immer vor im Fußball, auf der Arbeit, sonst wo. Und da
Stinks ist, glaube ich, sogar verletzt. Ich bin mir da nicht sicher. Mich wundert, dass es überhaupt Freistoß gepfiffen hat. Für mich war das kein Freistoß, sage ich ganz ehrlich. Ich bin da ein ehrlicher Mensch und sage da, das war für mich kein Freistoß. Da können wir jetzt vielleicht mal durchgehen. Alter! Alter, da kann man aber schon, ich glaube, es war sogar von hinten in die Beine. Also das war schon ziemlich hart. Da ist er, glaube ich, noch mit Gelb richtig, richtig gut bedient. Für mich war das schon orange. Sag ich ganz ehrlich, orange, das war so eine Zwie-Entscheidung. Und ich gucke mal, wenn ich das schießen lasse. Ich würde gerne das versuchen mit einem Rechtsfuß und dann direkt. Das ist ganz gerne so mein Versuch. Ich schau mal mir Naldo dafür an, weil Naldo ja in echt richtig exzellente Freistöße schießt. Allerdings sind die Werte da nicht ganz so cool. Ich nehme dann einfach mal hier ich will Schürrle nehmen und dann packt das irgendwie rum. So, wir nehmen einfach mal Schürrle für den Freistoß. Allerdings steht da einer so doof hinter. Das stört mich da so ein bisschen. Und jetzt schießt er den von selber. Der schießt den von selber. Ich verstehe das nicht. Das soll mir mal irgendjemand... Ich weiß nicht, ob die Zeit läuft, aber warum schießt er den in der Offline-Karriere selber? Da wartet doch niemand auf mich. Die können auch so lange warten, wie sie wollen. Und das könnte das 1-0 werden. Nein! Nein, 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 der hat zu lange geschaltet, Gimenez. Aber ich verstehe das nicht ganz genau. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube aber, die Zeit läuft weiter, sonst wird das überhaupt keinen Sinn machen. Die Ecke kommt jetzt ein bisschen dichter vors Tor. Langerak ohne Probleme da. Die Nummer 1 anscheinend hier in der Karriere bei Stuttgart. In echt ist das ja Titon, glaube ich. So, da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke und da ist das 1-0. Exzellent gemacht, Caligiuri mit dem 1-0 und das liebe ich. Das liebe ich, so FIFA zu spielen. Es läuft langsam bei uns in FIFA. Ich will da nicht meinen Mund zu voll nehmen, aber es sieht auf jeden Fall schon besser aus. Aber die Lücke hier exzellent und dann noch mit ein bisschen Glück da über den Verteidiger rüber. Wer war das? War das Baumgartl? Den kennt man ja so ein bisschen und der ist so ein bisschen für Fehler anfällig. Aber ich sehe den Namen nicht. Wer war das denn jetzt? Wer war das denn jetzt? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Tor ist Tor und Caligiuri macht das in der 18. Minute das 1-0 für uns. Das gefällt mir auf jeden Fall gut, wenn wir da jetzt schon mit 1-0 in Führung gehen. Wir hoffen einfach mal, dass wir hier ganz gut verteidigen können. Es sieht derzeit ganz gut mit dem Verteidigen auch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir exzellent. Es gefällt mir exzellent. Da kommt Kruse schon mit seinem Fuß dazwischen. Ziemlich weit in der Offensive. Wir drängen die auch ganz gut in die eigene Hälfte. Also, es sieht doch derzeit gut aus. Und da Kruse mit dem Ballgewinn. Kruse mit dem Ballgewinn. Kruse mit dem Ballgewinn und mit dem Abschluss. Allerdings ist das 1 gegen 1 gegen die Torhüter schwieriger geworden in FIFA 16. Irgendwie habe ich da so meine Probleme im 1 gegen 1 gegen die Torhüter. So, jetzt hier aufpassen, dass VfB Stuttgart da jetzt nicht einen Konter versucht. Allerdings direkter Fehlpass. Und damit haben wir wieder den Ball und kriegen den Einwurf. Schürrle macht den anscheinend schnell auf Gilavogui vielleicht. Und Gilavogui direkt wieder auf Schürrle. Schürrle kann da jetzt... Ja, den lieben Draxler durchschicken, der hat allerdings Probleme mit der Ballannahme und läuft dann knapp am Ball vorbei. Ärgerlich, dass er den dann nicht bekommen hat. Aber naja, passiert mal. Es gefällt mir bisher noch gut, das Spiel, deswegen bin ich da noch ein wenig locker drauf, sag ich mal. So, jetzt hier Rodriguez mit dem Ballgewinn. Da kommt er durch, jetzt kann er da außen auf Embolo schicken, der kriegt den Ball allerdings nicht, aber der setzt sich fast durch. Also der muss eine ganz gute Physis haben, denke ich mal. Der muss echt einen guten Physiswert haben. Bin mir da nicht so sicher, hab's mir noch nicht genau angeguckt, aber ich denke mal, dass der nicht so schlecht sein wird. So, jetzt hat... Oh, geben die Freistoß? Nee, geben auch keinen Freistoß. Jetzt hat nämlich gerade mal Stuttgart mal eine Chance bekommen. Allerdings haben wir den Ball jetzt auch schon wieder und verlieren den auch wieder. Wir verlieren den auch wieder genauso schnell, wie wir ihn bekommen haben. Aber ich denke mal, dass wir da Stuttgart ganz gut bisher unterbinden können in den Angriffen. Also es sieht richtig gut aus. Ist meiner Meinung nach bisher das beste Spiel, weil Stuttgart zeigt echt überhaupt nichts. Also bisher sind wir da wirklich die einzigen, die hier wirklich am Spiel teilnehmen. Und das gefällt mir richtig gut. So, den Ball spiele ich erstmal noch einmal zurück. Der Ball kam nicht ganz so gut, aber den kriegt Gilavogui noch. Gilavogui jetzt mal da raus auf Julian Draxler. Draxler geht in die Mitte. Draxler geht in die Mitte. Draxler mit dem Schuss und Draxler mit dem 2-0. 35. Minute. Wir gehen hier in Führung. Wir gehen hier in Führung mit 2-0 und das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Mann, ich bin glücklich, Leute. Ich bin glücklich. Ah, ich habe heute meine erste Klausur in der Uni geschrieben. Jetzt kann man mal so ein bisschen Smalltalk nebenbei machen, weil man mal ein bisschen Zeit hat. Da habe ich in letzter Zeit auch viel für gelernt. Deswegen hatte ich noch so ein bisschen weniger Zeit, die Videos zu machen. Deswegen musste ich noch mehr vorproduzieren, weil ich dann auch mal am Wochenende wirklich durchgehend gelernt habe. Und das war dann echt so ein bisschen kritisch, sag ich mal. Ah, oh, 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 oh. Da haben wir wieder Platz über Draxler. Draxler hat schon wieder Platz. Draxler mit dem Pass da auf Gilavogui. Der gewinnt allerdings den Zweikampf nicht. Aber wir haben da schon wieder den Ball mit. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh, ich komme da schon gar nicht mehr mit, die Namen alle zu sagen. Weil ich einfach so fasziniert bin, wie das da gerade läuft mit dem VfL Wolfsburg.
Also, die Stuttgarter kriegen derzeit nichts hin. Muss man ganz ehrlich mal meinen Spielern lassen, dass die Stuttgarter ganz gut im Griff haben. So, jetzt Kruse mit dem 3-0. Mit dem 3-0, Leute. Mit dem 3-0 vor der Halbzeit. Was ist denn los aus der schwachen Offensive? Das ist das 3-0. Nice. So, ich bin glücklich. Ich bin glücklich zum 100. Mal, weil genau so möchte ich, dass die Karriere läuft. 3-0 nach den oftmals Niederlagen davor ist auf jeden Fall schon mal ein ganz angenehmes Spiel, sag ich mal. Und jetzt klingelt das Telefon, ich muss einmal kurz weg, bis gleich, ich muss auf keinen Fall vergessen, da den Cut reinzumachen, bis gleich. So, und da melde ich mich auch schon wieder zurück nach diesem Cut. Ich muss jetzt kurz hier die Verteidigung wieder ein bisschen sortieren, nicht, dass wir jetzt gleich das 3-1 kriegen. Ich wollte davor grätschen, damit der Pass da nicht durch die Lücke gehen kann, aber den sollte Benayo haben. Den hau ich direkt an. Oh, ich dachte gerade eben, das Spiel wäre gleich schon vorbei. Aber der kommt trotzdem an. Also alles gut. Alles gut noch. Und jetzt haben wir hier die nächste Chance über Max Kruse, wenn er sich da durchsetzen kann. Nein. Gut gemacht von Langerak, den Ex-Dortmunder. Aber es läuft. Oh, da wollte ich nicht hinspielen. Ich wollte eigentlich den einen Tick nach rechts ziehen. Aber es hat nicht ganz so geklappt. So, wir gehen mit einem 3-0 in die Halbzeit. Mit einem 3-0 in die Halbzeit. Ich habe davor gesagt, ich kann glücklich sein, wenn wir mit 2-0 insgesamt gewinnen. Aber ihr seht, wir sind die spielbeherrschende Mannschaft. Also ganz ehrlich, Stuttgart hat da kaum eine Chance. Wir machen das echt gut gegen Stuttgart. Ich hoffe mal, dass die zweite Halbzeit so weitergeht. Und dann bin ich auch zufrieden mit diesem Spiel, sage ich ganz ehrlich. Dann bin ich richtig, richtig zufrieden mit diesem Spiel. So, Stuttgart da gar nicht erst in den Angriff lassen. Das ist so meine Taktik. Und ich finde auch, dass wir ganz gut stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir stehen echt exzellent hinten. Also wir sind da echt überall ziemlich dicht. Außer wenn wir jetzt mal hier solche Lücken aufmachen. Aber, oh, Naldo mit dem Fehler. Das könnte gefährlich werden. Naldo mit dem Fehler. Was ist da los? Aber wir haben den Ball wieder. Und jetzt hat Kruse hier wieder Platz. Kruse hat wieder Platz. Und er bringt den Ball auf Embolo. Embolo geht da mal in die Mitte. Embolo bringt den Ball ein weiter. Dann haben wir hier... Ah, den kriegen wir nicht mehr. Shit. Und jetzt können sie kontern. Wenn wir da nicht schnell genug raufgehen. So. Wen haben wir denn hier? Rodriguez ist es, glaube ich. Aufpassen. Da außen ist ein bisschen Platz. Aber den dürfte jetzt Rafinha sage ich immer. Fabinho. Nee. Oh, da hätten sie fast die erste gute Chance bekommen. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht nochmal so offen hinten sind. Oh, nein. Es sieht wieder schlecht aus. Aber es war jetzt nur kurz so eine Phase, denke ich mal. So, jetzt haben wir hier wieder Platz und da hinten ist Kruse. Nein, der kommt nicht durch und das war Embolo. Das war aber exzellent wieder gedacht. Also gefällt mir echt gut, was sie derzeit dafür Passideen haben. Schade von Gimenez, der da gut aufgepasst hat und den Angreifer früh attackiert hat. Aber ich sag ganz ehrlich, Stuttgart, die kommen da kaum raus. Die wissen da kaum eine Chance, sich da rausspielen zu können. Wir können die echt gut stören, früh stören und das gefällt mir richtig gut. So, da haben wir jetzt mal eine Lücke offen gelassen. Da müssen wir jetzt aufpassen, aber die haben wir auch schon wieder ausgebessert. Es sieht derzeit echt gut aus. Schürrle jetzt mal, der kann da mal vorbeigehen sogar. Schürrle geht da auch vorbei. Schürrle hat da mal ein bisschen Platz außen. Bricht das Ding als Angriff lieber nochmal ab. Und der Ball kommt jetzt irgendwie in die Mitte. Und wenn Stuttgart da jetzt Müll baut, dann haben wir da vielleicht sogar eine Chance draus. Oh nee, schade. Stuttgart war da doch ein bisschen abgeklärter, als ich dachte. Und kriegen den Ball da ganz gut in den Griff. So, jetzt versuchen da irgendwie auf einen Fehlpass zu spekulieren oder sie auf einen Fehlpass zu drängen. Und da haben wir den Fehlpass auch schon provoziert so ein bisschen, sag ich mal. Und jetzt Gilavogui nochmal Rodriguez mitnehmen und dann einmal durch auf Schürrle. Schürrle, den gewinnst du. Komm, Schürrle. Komm, bleib dran, Junge. Wir können heute vielleicht auch mal so ein paar Jüngere einwechseln, die mitgekommen sind. Das war ein Foul wahrscheinlich. Nee, war kein Foul, hätte ich eigentlich gedacht. Schürrle da außen. Gut gesehen, Schürrle. Geht da in den Rückraum, Schürrle mit dem Schuss und es gibt die Ecke. Und jetzt gehen wir mal ins Auswechselmenü. Julian Draxler, der einen exzellenten Job auf der 10 macht, kommt mal raus. Dafür geht Ødegaard mal rein, weil Draxler da auch ein wenig angeschlagen ist. Dann gehen wir auf die andere Seite mal und wechseln da. Nee, da können wir gar nicht einwechseln. Wir wechseln einfach mal Kruse aus und dafür kommt Bass Dost rein, der auch lange nicht mehr für uns gespielt hat. Und der hat jetzt mal wieder eine Chance, sich zu beweisen, da vorne in der Spitze das eine oder andere Tor zu knipsen. Er ist ja auch kopfballstark. Jetzt haben wir die Ecke. Jetzt kann er vielleicht direkt mal zeigen, was er kann. Und wir machen das 4-0. Wir machen das 4-0 durch einen Fehler von Langerak.
4:0, Lengerek läuft raus, unterschätzt da den Ball ein wenig. Und Schürrle mit dem Kopfballtor, erstes Tor in der Bundesliga, 4:0 für uns, für den VfL Wolfsburg. Das sieht doch mal gut aus. Das ist ein exzellentes Spiel, wie ich das gern das ein oder andere Mal öfter sehen würde. Ganz ehrlich, das würde ich gerne öfter sehen. So, jetzt da nicht so leicht verarschen lassen. Oh, Rafinha ist da so ein bisschen weit weg und da kommt das. Ich habe ihn nicht gefoult da in der Mitte, ich habe da nichts gedrückt. Aber der wurde anscheinend gefoult. Gimenez ist natürlich den Sportsmann, hilft ihm hoch. Aber naja, Stuttgart kriegt einen Freistoß, war die erste gefährliche Situation. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sowas auch nicht zu oft passiert. Weil sonst habe ich da doch noch ein bisschen Angst, dass Stuttgart da vielleicht noch ein Tor schießt. Das will ich auf keinen Fall eigentlich. Das will ich eigentlich so ein bisschen verhindern. Und Leute, haut euch da nicht selbst den Ball in die Füße. Oh, was wollt ihr da machen? Was wollt ihr denn da machen, Leute? So, jetzt aber. Bastos könnte den Ball gewinnen. Bastos gewinnt den Ball. Bastos gewinnt den Ball, verliert ihn wieder. Jetzt können wir rausschicken. Ach, schade, schön gedacht von Ødegaard, allerdings nicht ganz so gut angekommen. Ødegaard gewinnt den Ball wieder, verliert ihn genauso schnell. Jetzt mal gut anlaufen. Wir müssen einfach gut anlaufen, die Stuttgarter da in der Defensive. Die sind schon ziemlich nervös, sage ich mal ganz ehrlich. Man merkt das, dass die Pässe echt so ein bisschen... Die da, wie wäre auch ein guter Mann für uns auf der 6. Oder könnte so der 8er spielen. Also ich denke zumindest, dass er da ein exzellenter Mann für uns wäre. Können wir mal schauen in der Pause, was wir da so hinkriegen werden. Ich schaue einfach mal, versuche einfach mal den VfL da so ein bisschen anzubaggern, ob wir da so ein bisschen Transferbudget dazu kriegen. So, der Pass kommt jetzt auf Dos. Dos ist, glaube ich, nicht ganz so schnell, deswegen spielen wir nochmal zurück. So, ah, da wollte ich ihn nicht hinhaben. Den wird Dos nicht kriegen. Aber er kann vielleicht ein bisschen unter Druck setzen. Schade, kriegt er auch nicht hin. Ich gehe jetzt nochmal ins Pausemenü und schaue dann mal. Mbolo lasse ich erstmal drin. Schürrle kommt nochmal raus. Dafür kommt Munir rein, der, denke ich, auch mal auf der linken Flügelposition spielen kann. Genau, der kann auch spielen. Kommt Munir nochmal rein und dann haben wir ganz gut durchgewechselt und stehen jetzt mit 3 vollstatteten Wechsel auf dem Platz, denke ich mal, wenn der Schiedsrichter nochmal abpfeifen sollte. Und da pfeift er ab, weil Stuttgart wieder einen Fehlpass macht. Wir setzen sich wieder ganz gut unter Druck. Das gefällt mir, 4:0 ist auf jeden Fall, würde ich sogar sagen, eine verdiente Sache. Hört sich so ein bisschen arrogant an, so ein bisschen 4:0 verdient, aber ich finde, es ist verdient. Ich finde, es ist verdient und da sollte ich dann auch nicht drum herum reden. So, den Ball vielleicht jetzt, oh, oh, Abseitsfalle und da gewinnen wir den Ball wieder. Da gewinnen wir den Ball an dieser Stelle wieder, Leute. Dost schießt mal und Dost haut den Ball da auch noch an den Pfosten. Also fast das 5:0, wir sind hier am 5:0 dran, Leute. Ich weiß, ich rede die ganze Zeit wahrscheinlich das Gleiche, weil ich einfach so fassungslos bin, wie gut das gerade klappt. Aber es ist einfach exzellent, ne? Es ist einfach exzellent und da sind wir schon wieder dicht am 5:0 dran. Fast Munir auch noch mit seinem Treffer und jetzt nach dem Abschluss wird wahrscheinlich auch das Spiel vorbei sein, denke ich mal. Das Spiel wird jetzt gleich vorbei sein. Der Schiedsrichter, der guckt schon auf die Uhr und wartet nochmal, gibt uns nochmal eine Chance, da auf 5:0 zu gehen. Aber Munir scheitert das zweite Mal fast am 5:0. Wir gewinnen 4:0 in der Liga. Sind damit fast sogar von der Tordifferenz, glaube ich, sogar gleich. Haben jetzt mit den Toren mal richtig zugeschlagen. Sind jetzt nicht mehr die offensiv schwächste Mannschaft. Das war ein schönes Spiel, Leute. Ah, das war echt ein schönes Spiel. So, ich schaue jetzt mal in die Tabelle rein. Wir stehen auf Platz 10. Punktgleich mit Hoffenheim. Hoffenheim damit ein... Alter, hätten wir ein Tor mehr geschossen, wären wir so auf Platz 9, wären wir so am einstelligen Tabellenbereich. Sind hier an Dortmund vorbeigezischt. Das heißt, wir gehen jetzt langsam so auf die einstellige Ligaposition. Wir sind 2 Plätze an der Europa League dran. Es sieht doch gut aus. Wir sind auch gar nicht so weit weg von der Champions League. Auch wenn ich ganz ehrlich sage, dass Köln und Bayern da in ihrer eigenen Liga spielen. Also ganz ehrlich, was mit Köln da los ist, weiß ich gar nicht. Aber, naja, es sieht gut aus. Wir haben bisher 17 Gegentore, 18 geschossen. Damit sind wir jetzt auch ziemlich weit oben. Zwar nicht ganz oben, aber sind mittlerweile wieder im Durchschnitt. Das gefällt mir. Wir schauen mal auf die Torjägerliste, ob da vielleicht ein Spieler von uns irgendwie mitmischen kann. Vielleicht ein Kruse. Da haben wir Kruse auf Platz 13 mit 5 Toren. Ist 2 Punkte von der Spitze weg. Haben wir noch jemanden hier drin? Ich denke mal nicht. Nee, Kruse ist der Einzige. Vielleicht ein paar Torvorlagen. Wer ist denn da unser Bester so bei den Torvorlagen? Wer bereitet hier die meisten Tore vor? Anscheinend niemand. Benaglio, 7 Spiele ohne Gegentor. Das sagt doch was aus. So. Wir gehen jetzt einfach mal in die Spielerentwicklung, schauen hier mal, wen wir so entwickeln können. Draxler würde ich ganz gerne weiterentwickeln, weil der auf der 10 da einen exzellenten Job machen kann. Munir mache ich weiter. Ødegaard nehme ich Ødegaard mal raus. Was ist denn er für einer hier? Ah, ich kann mich nicht verbinden. Ngava war zentraler Mittelfeldspieler, 59. Lassen wir erstmal drin. Ødegaard, überlege ich, der ist ausgeliehen. Wen könnten wir dann noch mit reinnehmen? Ich schau mal durch. Mbolo ist drin. Draxler ist drin.
Dings ist es auch drin. Wie alt ist er eigentlich? Das würde ich gerne nochmal wissen. Kann man hier irgendwo das Alter sehen? Sonst würde ich den auch ganz gerne. Sonst nehme ich ihn, glaube ich, mal rein, weil er lange nicht mehr drin war. Arnold könnten wir auch noch machen. Arnold müssten wir vielleicht sogar machen, damit er übernehmen kann. Was? Philippe noch ein vielversprechender Spieler? Okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Das hätte ich ganz ehrlich überhaupt nicht erwartet. Ich würde auch ganz gerne Gimenez sogar nehmen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal, so wie ich es am Anfang gesagt habe, auf Rodriguez hier, bis da ein Punkt hochgeht. Und dann schauen wir mal weiter. So machen wir es erstmal. Wir schauen erstmal, wer als nächstes einen Punkt hochgeht. Den nehmen wir dann mal raus und nehmen wir einen anderen rein. Also immer für die, die wirklich in den Gesamtwertungspunkt nach oben gehen, die nehmen wir mal raus. Und dann können wir da vielleicht mal den einen oder anderen anderen Spieler trainieren lassen. So machen wir es erstmal. Rodriguez, der für mich auch vielleicht für die spätere Kaderzusammenstellung eine ganz große Rolle spielt. Hier, wir gehen endlich mal nach oben. Gimenez auch ausgeglichen. Alle Spieler, keiner geht ins Negative rein. Wie sieht es auf der Auswechselbank aus? Ist da noch einer mit einer Negativquote? Ja, Knoche hier und Dost. Dost war nicht ganz so gut, aber ich fand Munir war für die Zeit, wie er drin war, echt exzellent. Rafinha geht auch nach oben. Zadavada geht nach unten. Aber naja, sieht gut aus. Sieht gut aus, finde ich. Und simulieren wir jetzt einfach mal bis zum ersten Tag der Transferperiode. Und sehen wir uns dann zurück. Wir wollen noch kein Nationaltrainer werden. Erstmal wollen wir uns hier so ein bisschen auf unseren Verein konzentrieren. Auf dem VfL Wolfsburg ist es Luis Gustavo wieder fit. Den setze ich erstmal auf die Auswechselbank, weil der noch nicht so wirklich 100% da ist. Er ist schon fit, sag ich mal. Er ist einsatzbereit, allerdings noch nicht zu 100%. Deswegen lasse ich ihn erstmal sitzen. Naldo verlängert den Vertrag. Exzellent. 2 Jahre haben wir Naldo noch hinten in der Innenverteidigung. Das gefällt mir. Da müssen wir dann langsam irgendwie die anderen so ein bisschen ran trainieren. Wir machen jetzt noch einmal Training hier vor. Schauen mal, ob der ein oder andere vielleicht einen Schritt machen könnte. Ngava. Rodriguez könnte einen riesigen Schritt machen, wenn ich da richtig sehe. Nee, niemand macht einen Schritt. Rodriguez kriegt auch eine richtig schöne F-Bewertung, das ist natürlich exzellent. Aber Ngava, der wird ja an manchen Werten dreifach wird er abgegradet mit einer A-Bewertung. Aber Rodriguez, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet von dir, ganz ehrlich. Und ja, noch eine Nationaltrainer-Offerte, Dänemark. Und ja, dann machen wir jetzt noch ein Spiel weiter Simulation, stoppen wir direkt wieder. Und dann hoffe ich, dass euch hier diese Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg gefallen hat. Wir haben derzeit wirklich eine ganz gute Offensivkurve. Die letzten 2 Spiele haben wir gewonnen, das letzte Spiel sogar sehr, 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 sehr deutlich. Wir schauen hier nochmal schnell rein, ob wir vielleicht schon ein Transferangebot bekommen haben. Nein, aber die Jugendmannschaft können wir uns durchscouten mal schnell. Haben wir schon einen Spieler, 40, der soll im Boden verkriechen. 40 ist richtig, richtig schlecht. Der wird niemals in unsere Mannschaft reinkommen, das sehe ich schon. So, aber er hier sieht ganz gut aus. Pollersbeck, der könnte eine Zukunft für uns sein. So, Dänemark zurückgezogen, wichtige Infos zum Transfermarkt, das ist auch jedes Mal das gleiche. Und Marcel Schäfer möchte verkauft werden. Wir schauen einfach nochmal, bevor wir jetzt die Aufnahme beenden, hier in die Spielerverkaufsliste rein. Da schaue ich nochmal, sortiere das hier so ein bisschen Torwart. So, grün. Der hat noch 6 Monate Vertragslaufzeit. Vielleicht haben wir Glück und wir können ihn noch verkaufen und können dafür einen anderen Torwart holen. Das wäre doch ideal. Philippe ist auch auf der Transferliste, weil wir da eine ziemlich große Auswahl haben an Innenverteidigern. Sprenger, 2 Jahre Laie. Rodriguez ist erst 23 Jahre alt, eine 84er-Bewertung mit einem riesigen Potenzial, sage ich, ist er noch. Und dann haben wir hier noch Schäfer Jung. Schäfer ist guter Ersatz, den können wir erstmal bleiben. Der möchte aber verkauft werden, meint er, ne? Der möchte verkauft werden, weil er gerne Führungsspieler ist. Das ist natürlich verständlich. Fabinho Jung. Jung, der kann den, der setzt den so auf beiden Seiten ein. Tresch ist hier auch auf der Transferliste. Caligiuri, Draxler, Schürrle, Rodriguez zur Leihe 1 Jahr, ist okay. Der ist sogar verliehen. Asquez heißt er, glaube ich. 23 Jahre jung, 70er Bewertung. Sieht ganz gut aus, also bin ich ganz mit zufrieden. Dann haben wir noch Djilavogi, der ist 1 Jahr geliehen. Luis Gustavo möchte ich gerne noch ein bisschen behalten. Seguin, 1 Jahr Leihe. Ngava diese Saison gekauft. Dann können wir den auch mal diese Saison 1 Jahr zur Leihe stellen. Achso, der ist gerade aus der Jugend hochgekommen, genau. Ngava ist gerade aus der Jugend hochgekommen, 17-jähriger junger Spieler. Hier haben wir noch Ødegaard mit 17 Jahren, der schon so ein bisschen reifer ist, sage ich mal. Dann haben wir noch Azaoui, glaube ich, wird ausgesprochen. 2 Jahre Leihe ist okay. Dann haben wir Kruse, Munir, Bentner, der auf der Transferliste ist, damit wir da vielleicht noch ein bisschen Transferbudget reinholen können. Stolze, 2 Jahre Leihe und dennoch Zavada, 1 Jahr Leihe. Und das war's. Ich glaube, wir haben was ganz gut sortiert. Dann schauen wir nochmal, ob sich vielleicht der ein oder andere Leihspieler auch verbessert hat. Asquez ist ein nach oben gegangen. Und das war's schon an Leihspieler. Also, einen Leihspieler haben wir und einen Leihspieler hat sich verbessert. Und ja, das war's dann mit dieser Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.